Willkommen zurück bei Ark mit den Vögeln Mario und Anni. Was soll denn das schon Und dem wieder? Vogel Hiro. Und den Und Pteranodons. Wird er gleich wieder gedisst? ja, was denn? Wir sind gut zu Vögeln oder so. Nun ja, wir haben heute Großes vor. Wir wollen wen besuchen gehen. Anni fliegt vor. Nein, 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 der Komm, Hiro los, fliegt flieg mal vor. Das vor. Nee, wird los, nicht. flieg mal vor. Los, hopp. Ach Mann, ich finde den Weg Ja. nicht. Die Leute gleich mal sehen, wie produktiv du bist. Ja, nee, ist klar. Ach Mann. Ja, wir wollen nämlich Chris und Jenny besuchen gehen. Oder auch Also besser gesagt, die Sturmmäntel. Ein wir Teil fliegen der aber jetzt erstmal Sturmmäntel. zum Hafen, Wir oder? fliegen Nee, jetzt Anni erstmal. fliegt schon mal völlig Ich, falsch. ja, ich hab doch gesagt, ich weiß nicht, wo lang. Ja, warum Rechts fliegst du denn von die ganze Zeit hier. links lang? Na, Rechts ist weil der das ist der Hafen. Linksdrall. Das Ja. ist der Linksdrall, ja. Denn wir wollen mal schauen, was die so Spannendes gebaut haben. Ich habe uns gesagt, die haben voll was gebaut. Voll was gebaut. Was wir nicht haben. Ja, Und die haben das uns müssen unsere wir uns Idee unbedingt geklaut hier. angucken. Muss ich gleich mal anmerken. Ich Ja, habe immer noch und. den Bug übrigens, dass so hell ist. Dass ich so weit gucken kann. Also ich kann auch weit gucken. Also heute sehe ich die Aber ich Insel habe auch, Wolken. ja. Ja, Ich Wolken habe habe ich keine auch. Wolken. Hast Also du die Wolken Hiro vielleicht hat hier deaktiviert? irgendwas. Ja, das kann natürlich sein, irgendwie. Wo macht man das denn? Warte mal, Optionsmenü? ich traue mich immer nicht Ach echt. mitten im Fliegen irgendwie. Wenn du das fragst, da steht doch da irgendwie Ja, da steht eine Seite voller, was weiß Sky ich. Quality oder so. Ja, Sky Quality bei mir ist Ist auch der. ganz hoch gedreht. Dann vielleicht nicht. Merkwürdig. Das kriegen wir noch raus, Hiro, wo da das Problem liegt. Hiro cheatet, ja. Und hier unten ist Naja, jetzt ist die ja auch Bucht egal. eigentlich. Hier ist die Bucht schon. Naja, Wir müssen schippt er auch da viel weiter geradeaus. durch, ne? Ja, Also, also. es war ja ziemlich am Ende, glaube ich. Auf jeden Fall müssen wir vom Hafen aus dann weiter Richtung Insel. Na, einfach hier gerade weiter. Das ist ja nicht das Problem, oder Okay, nicht? Also, es ist direkt einfach hier am an der. Wasser lang. Direkt hier unten an der Bucht. Na, ihr habt euch mit denen Ja, abgesprochen? das hieß auch direkt da irgendwie so lang Richtung Insel. Wir finden das schon. Hier Hier ist die auf dem Berg Frage. ist ja dieser See, wo die Biber waren. Aber den meinen die nicht, oder? Nee, Ja, nee, aber nee, nee. vom Hafen aus, Also wir müssen jetzt erstmal das zum muss ja dann Hafen. irgendwann diese Bucht sein, oder was? Ich glaube, diese, ja genau, die hier ganz am Ende Ich muss mal irgendwie, kurz landen. wahrscheinlich. Der Hafen müsste ja hier irgendwo unter uns sein. Na, der ist Oder ein wahrscheinlich bisschen weiter weiter hinter vorne, uns. ja. Und hier ist jetzt noch so eine Bucht. Wir gucken mal. Die gute Paracetamol-Tierchenbucht. Ich war noch nie bei vollem Bewusstsein dort. Ich glaube, du Wir sind warst auf noch jeden Fall nie bei vollem Bewusstsein nüstern. hier irgendwo gefühlt. Ach Verfliegst dich ja immer du. irgendwo. Ja, aber habt ihr jetzt mal genau Ja. gefragt, wo das ist? Weil. Es hieß einfach nur ab dem Hafen aus weiter Richtung schwebende Ja, Insel. und wo ungefähr der Weg bis zur Schwingenden Insel ist weit? Einfach da am Ufer lang. Ja, am Ufer lang. Wir sind hier am Ufer lang. Ich meine, ich sehe ja noch nicht mal den Hafen. Na, hier ist auch kein Hafen, der ist weiter vorne. Na, dann müssen wir jetzt erstmal zum Hafen. Was willst du denn beim Na, Hafen? weil das ist der Orientierungspunkt. Ich hätte gedacht, dass wir ab dem Hafen da irgendwie entspannt weiterkommen. Warte mal, hier ist doch. Nee, hier ist nur ein wilder Bronto. Ich hole mal ganz kurz den Airdrop, ja? Ja, mach mal. Bin ich überhaupt noch richtig unterwegs? Ja. Nee, müsst ihr irgendwo gefragt haben, an welcher Bucht, an welchem Wasser oder überhaupt. Nee, 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 nee. Ja, Eigentlich läuft. einfach von dort weiter. Moment. Uno Momento. Das wäre schon Ihr mal wichtig, seht dann wäre schon mal richtig wichtig zu wissen, geplant. halt Aber total irgendwie, geplant. ob das hier in dieser Bucht ist, ob man noch weiterfliegen müssen über Land und dann irgendwo anders an der Bucht oder keine Ahnung, ob es überhaupt an der Bucht ist. Also ich habe jetzt das auch so verstanden, dass hier einfach am einfach hinterm Hafen irgendwo eine Bucht Mal ist, wo weiter. das Ja, sein genau. kann. Ja, das klang ja so, aber das ist ja, weiß nicht, der Hafen ist ja nicht so weit entfernt. Soll ich mal nachfragen gehen? Ich hab grad ins TS geschrieben. Warte mal, hier ruckelt das so, als ob da irgendwas lädt, aber hier lädt nichts. Hier ist auf jeden Fall Ich fliege kein mal am Hafen. Ufer lang. Ja. Kann man Okay. ja bestimmt nicht übersehen, oder? 35-30 wäre es laut Karte, wenn die Karte funktionieren würde.
35-30. 35-30. Ja, dann müssen wir einfach noch ein bisschen. Ja, ein Stück zurück. Du bist schon zu weit? Nee, wir sind alle zu weit, wenn es bei 35-30 ist. Ach, dann ist es ja kurz hinterm Hafen wahrscheinlich, ne? Ja, das klang jetzt irgendwie so, als wenn wir da noch ungefähr einen Kilometer fliegen müssen Richtung Schwebeninsel. Also ich bin noch nicht so weit, wie ihr wart. Natürlich, du warst auch an der Landspitze da hinten. Aber 35-30? Moment. Du bist auf jeden Fall weit hinter mir, das weiß ich. Das habe ich gesehen. Also hier ist auf jeden Fall... Ja, da baut sich doch was auf. Ja, ich glaube, genau da sollte das hin. Warum bist du denn schon da, verdammt? Muss ich einfach auf die andere Seite? Nein, einfach den Weg zurückfliegen, am Ufer lang. Das war ja die Frage, ob das halt hier in dieser Bucht ist oder ob das woanders ist. Aber wie gesagt, ist ja direkt hier. Muss einfach zurückfliegen an der Stelle und dann kommst du da schon hin. Aber ich habe hier nur die ganze Zeit Strand. Ne, du bist ja auf der falschen Seite. Naja, habe ich doch gefragt. Ja, auf der Seite vom Hafen. Ja, nu. Du kannst einfach quer rüberfliegen. Ja, das ist ziemlich genau gegenüber von diesem komischen Durchgang da. Ich habe so ein bisschen Bedenken, was Drünchens Ausdauer angeht, deswegen lieber am Rand lang. Der kann hier 2 Meter, kann er wohl noch fliegen. Sag das nicht. Einmal quer rüber. Nee. Links. Ich weiß, aber ich traue mich hier nicht. Ich traue mich hier nicht. Ich gehe unter. Links. Ich gehe unter. Einfach nach rüber. Guck dir das doch mal bitte an. Ich sag dir, Drünchen rutscht ins Wasser und ich gleich hinterher. Hallo. Ey, das sind 5 Meter über das Wasser, wirst du aber fliegen können. Da, wo die ganzen Quetzen stehen. Schafft Drönchen schon, ja, ja. Ach, da bist du. Aber hier ist auch schon da. Können wir uns da überhaupt nähern? Ja, ne? Ja, 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 ja. Das sollte nicht das Problem sein. Gesonnen. Aber guck mal, das kriegen wir doch. Ich will jetzt nichts. Nee, komm, ich lasse es. Was denn? Kriegen wir besser hin, wolltest du sagen, oder? Besser hin. Ja, hallo. Obwohl, erstmal angucken. Ne? Erstmal angucken, das Ideen klauen. Mit den Palmen schon ziemlich geil aus. Genau. Muss ja mal sagen. Die passen ja gar nicht hin. Da. So, Anni trödelt wieder. Ja, 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 das Übliche, das kennen wir doch schon. Ich hasse Unpünktlichkeit. Ja, ich hasse Pünktlichkeit. Deine Worte. Ja, ja, das waren meine Worte. So, ich bin auch da, ich muss mal kurz parken. Warum kommst du nicht gleich her, ey? Mann, die Ausdauer. Du kannst noch fliegen. Nein, Drünchen musste kacken, Mann. Jetzt kannst du auch in der Luft machen. Nein, das wollte Drünchen nicht. Hat den Vorteil, dass du nicht anhalten musst. Einfach fallen lassen. So, ich park mal hier am Rand einfach. Obwohl, wir können ja wahrscheinlich da drauf landen gleich. Ja, das ist halt die Frage, wo hier irgendwie Eingang ist. Ich weiß ja, nicht, das wo. Werden wir gleich mitkriegen. Ich ziehe uns einfach mal entsprechend in die Channels. Ja, wahrscheinlich kommt gleich ein Akku-Rex oder sowas. So. Das Problem ist, ich schieb dich gleich mal das mit. Das Problem ne? ist, wir müssen auch wieder hochkommen. Okay. Ich park unten im Innenhof. So. User was moved out of your channel. You were moved. Hallo. Guten Tag. Hallo. Na genau. Einen wunderschönen Tag. So, wir sind dann mal da, ja? Wir sind jetzt dafür da, um hier irgendwas anzuschauen. Wir sind im Paradies. Benni, geh mal auf den Rex hoch und guck mal auf die Beinsteine. Die sehen von oben aus wie ein vergrabener Strandurlauber, der die Arschbacken nach oben hält. Bitte. What? Okay, wir kommen im richtigen Moment, glaube ich. Pinky. Wir müssen uns hier erstmal kurz umgucken. Kenpachi Taicho. Techo. Taicho. Taicho. Boah, das sieht ja, das hier dieser Weg, das sieht ja schon mal. Endlich einer, der mich lobt. Sieht aus wie ein Farbstoff gefallen. Ist natürlich auf so geraden Flächen geiler zu bauen mit diesen ganzen Steinen und so, ne? Oder Anni, die sehen doch aus wie 2 Arschbacken. Also ja, schon. Also ein bisschen kantig, aber das, ja, ich erkenne das schon. Also in meiner Fantasie ist nämlich viel möglich. Von daher sind das ja auch 2 Arschbacken. Definitiv. Eigentlich gar nicht zu verkennen. Ja, habe ich ihr auch gleich gesagt. Ich versteck mich direkt mal im Busch. Ach, schön. So. Der Hero klaut dann wieder irgendwie, ich weiß nicht, hier Narko-Berries, die wir nicht haben. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt hier ein Stück Base der Sturmmäntel. Also quasi ein, ja, das ist ja nicht euer komplettes Zuhause, das ist ja ein Außenposten. Ausgelagerter Ferienort. Nee, das ist eigentlich nur der Gärtnerteil. Also Sechser und so. So ein bisschen zu. Ja, der Gärtner darf halt nicht im Haus wohnen. Dafür hat der Gärtner das hier aber echt schön, muss ich sagen. Wir haben auch ein Türschild. Ein Türschild? Dann müssen wir mal gucken. Wo steht denn das Türschild? Aha, willkommen im Liebesnest von Chris und Jackie. Alles klar.
Interessant. Ich habe mich schon gefragt, was hier zwischen euch läuft. Ja, auf einmal hieß es. Meine Rache an Chris. Ja, das heißt auf einmal, hier haben sich zwei gesucht und gefunden. Also, was? Was? Ne? Dodolove.arg. Das sag ich mal ja auf jeden. So, wir müssen uns erstmal angucken, was ist denn hier los, ne? Erstmal hier. Hier hängen Bilder. Ach, süß, eine Katze. Anni, für dich auch eine ganz geil. Besondere Überraschung. Ja, wo? Ist das hier. Zeig ich dir zum Schluss. Okay. Ist das hier Impel Down Bar oder was? Oder wie hieß das dann nochmal? Mit dem ganzen One-Piece-Bildern hier und so. Geil. Cool, oder? Sehr cool. Ich finde das Katzenbild schon mal richtig geil. Und Anni vom Feuer fernhalten, die verbrennt sich nur. Was? Nein, alles gut. Was haben wir denn hier? Ach, kann man gar nicht plündern hier, die Kühlschränke. Ja, wenn ihr Hunger habt, sagt Bescheid. Also. Nee, wir haben genug zu essen. Ja, wir müssen unseren Gästen ja auch was anbieten. Gerade noch so Scheiße, wir haben kein Fleisch mehr. Nee, komm. Anni rennt jetzt schon komisch rum. Was, ich renne komisch rum? Bei Niro wissen wir, der klaut gerne Eier und deswegen haben wir erstmal alle in den Kühlschrank gepackt. Ja, schlau ist auch. Anni hat schon irgendwie im Farbtopf genascht. Lang, aber die sind gefährliche Tiere. Ein Pfiff und Becky ist weg. Geil. Ich sehe leider nicht alle Bilder, aber einige. Ja. Ich sehe auch nur Ruffy und Ace und die komische Katze. Hier stehen ein paar Truhen. Gucken uns die Hütte mal an, so von die oben. Die Kiste hier ist ja geil. Diese dekorative Box. Ja. Ach, ihr seid oben. Was sind das hier für Bilderrahmen? Das sieht auch geil aus. Aus dem Eco-Dings-Mod. Musst du nochmal bauen. Hab ich noch nicht gesehen. Ach so. Ja. Kannst also rumdekorieren. Hier hängen noch mehr Bilder. Mal kurz gucken, wo Hiro rumrennt. Unten bei der Katze. Achso, ja. Boah, ey, wie siehst du aus, sag mal, ey. Ja, aber Hiro hat mich angemalt. Das nächste Mal kriegst du keinen Alkohol. Nein, Hiro hat mich angemalt. Der hat mich vorhin. Ja, Hiro hat mich vorhin nämlich genommen und runtergeworfen. Und dann halt noch angemalt vorher. Nee, angemalt war viel früher, als ich die Anke losgepflegt hab. Noch schlimmer. Hier, Hiro, das Bild müsst ihr auch kennen. Ach, Ciri, geil. Ich dachte, ich wurde ja mit der, glaube ich, verglichen. Ich finde, das passt. Wegen dem weißen Haar? Doch mal, ja, klar. Rennt ihr noch im Haus? So. Ja, wir sind oben. Okay. Ja. Mein cooler Lippenstift eigentlich noch da? Ach, hier. Ja. Der coole Lippenstift. Der ist jetzt bei mir am Hemdkragen. Am Hemdkragen, natürlich. Oh, hier sogar ein Herzchen auf den Bildern, jawoll. Schön, oder? Was wollte ich eigentlich an hier zeigen? Ja, warte, Moment. Ach, was hast du vor was? Hier? Hiro, nein, ist? Nichts. Denk dran, wir sind hier zu Gast. Nichts kaputt machen, bitte. Ja. Okay, direkt. Oh, die mal Kiste, das ist ja geil. Ich benehme mich wie zu Hause, ne? Hiro. Da holt er direkt sein Schwert raus, der Hiro. Hiro, lass das Schwert stecken. Aus. Das ist aber. Die Kisten finde ich voll geil. Ach, ich habe ja schon draußen das, gesehen, da ist noch so eine. Hier geht's rund dann nach nachts, oder was? Oder wahrscheinlich kann man auch zu jeder Zeit. Ne? Ja, also gilt als normale Kiste dann, ja? Cool. Ja, es ist ganz cool. Boah, Mario, mir kommt eine geile Idee gerade. Wo ich dieses Bücherregal hier sehe. Ja. So eine riesige Bücherei bauen. Oh, geil. So eine Harry Potter Bücherei da. Ja. So richtig wir cool. Wir haben noch mit genug fliegenden Platz jetzt, wo unser Lagerhaus den größten Teil unseres Hauses einnimmt. Ja, können wir ja mal eine Etage für opfern oder nachher. Ja, wir müssen das sowieso umdekorieren. Hallo? Das kann ja nicht sein, dass unser Lagerhaus jetzt so geil aussieht und der Rest so, weiß ich nicht. Ja, und unsere Wohnung so scheiße oder was? Das ist ja echt der Wahnsinn. Ja, du hast sie eingerichtet. Was? Nein, habe ich nicht. Also hier würde ich mir beobachtet vorkommen, nachts, bei dem Fisch hier. Christian, warum kriegst du auf den Boden? Ja, kriegst du die Augen zu? Letztes Mal bin ich aufgewacht und ich hatte eine Bärenfalle unterm Bett. Ach so, na das ist ja geil. Was? Ja, Jenny, jetzt nicht so tun, als ob. Nein, ich das ist natürlich auch eine gute Idee. Ja, ganz unliebsame, ne, und so Leute loswerden. Du bist strafen. Auf dem Dachboden guckt jemand durch. Aber ich dachte, es gibt hier Nagoberries zu naschen. Ja, ja. Das war der unter dem Vorwand hierher gelockt. Wir haben gehört, ihr habt das tolle Zeug. Das Gute. Das gute Zeug hier. Warum ist eigentlich Nebel, sag mal? Was soll denn in das? Ganz Valhalla. Das gibt's nur hier irgendwo. Ach von geil, Nebel gleich mal eine auch. Abwehrpflanze hier. Ja, die ist aber nur zur Deko. Zum Glück. Was keine ist hier Ahnung. Los? Tüften, ja, Tüften haben wir hier hinten auch, sehr schön. Digitales Diarrhoe, na das ist ja super. was hat das mit dieser Pflanze hier auf sich? Ja, tödlicher Durchfall, ne? Geht mehr Leute. So, erstmal hingekackt. Alter. Boah, Hiro. Ich soll mich wie zu Hause fühlen, ja? Wir haben auch kein Klo.
Ja, bei Flatulentia. Es hat doch gepasst. Ich dachte, es wäre nur Luft. Da kamen dann doch mehr. Aber sind Eier. Rundkorn. Wir haben eine Toilette eingebaut, ne? Echt? Die müsst ihr mal zeigen, bitte. Ich wollte nämlich auch eine Toilette bauen. Das Blumenbeet. Na gut, die ist noch nicht so richtig fertig. Aber, das ist halt eine kleine Kammer. Da kann man sein Geschäft verrichten. Und die gemeine Möhre ist, darf natürlich auch nicht fehlen, die gemeine. Was, die gemeine Möhre? Ja. Hallo? Wo ist denn hier die gemeine Möhre? Hast du schon mal eine gemeine Möhre ins Auge gekriegt? Lass deine Möhre, wo sie ist. Ja. Da steht er. Gemeine Möhre. Trennt sie mal verwirrt rum. Hallo, hey, du siehst aus, du kriegst kein Alkohol mehr. Mann, nein, ich... Hallo, Hiro war's. Ja, ja, klar. Ich wisch mich jetzt hier ab. Ey, das geht ja mal gar nicht. Warte, lass noch mal sehen. Und die Scheinwerfer auch noch hier. Oh, sehr schön, was soll das darstellen? Ja, frag mal Hiro, was das darstellt. Hiro, du bist nicht so künstlerisch begabt, das ist, oder? Ist dein Lippenstift. Das ist sogar... Das ist... Toll. Wieso hab ich weiß, den was ihr wieder gemacht habt hier, ey. Ja. Ach, wer hat den Tisch kaputt gemacht? Hallo? Was? Wer war den Tisch? Der hat sich auf den Stuhl gesetzt. Jo. Der hat den Tisch kaputt gemacht. Hiro. Was? Wie soll ich die anziehen? Jo, trink weniger. Boah, ey, Hiro einmal zu Besuch, den, also Hiro, ne, den hat man nicht ein hier nach Berlin. Ich hab mich echt nur auf den Tisch, schon klar. Stuhl gesetzt. Ich hab Tut mich auf leid. Den Tisch gesetzt, hast du gesagt. Warum ist er denn so neblig? Kann der Nebel mal weggehen? Setz dich mal einer hin. Okay, jetzt geht er nicht kaputt. Komisch. Setz dich nochmal hin, ich habe den aus Versehen mitgenommen. Ach so, ja, aber jetzt erstmal schön. Boah. Aber die Schüssel. Den nicht schlagen. Aber die Schüssel ist runtergefallen, die da drauf stand. Ja, die ist kaputt. Oh. Wer ist denn da ins Wasser gefallen? Christian, ja, Mensch. Die ist in der Tat kaputt, da ist weg. Toll. Ist einmal toll. Zu Besuch und dann sowas, ne? Dann geht wieder gleich alles kaputt. Und zum Glück war ich es doch nicht. Großartig. Ja, aber du hattest Angst, dass du es warst. Ja, wenn ihr scheiße, mir ist Wasser gefallen. Wenn man die Anlauf nimmt und übers Geländer rutscht, dann fällt man ins Wasser. Aber hier ist also ja nicht mehr was zu trinken bei der Bar. Von den Rexen rumwedeln. Was ist mit den Getränken hier an der Bar? Ja, so weit waren wir noch nicht. Ihr wart ja so schnell da. Ich habe schon Panik geschoben. So schnell? Wir haben extra langsam angestellt hier. Ach, ist ja geil, der Kamin. Ey, der Kamin ist ja geil. Warum haben wir eigentlich keinen Kamin? Warum haben wir eigentlich nicht so eine geilen Sachen in der Base? Kann wir haben sogar eine Sache in der Base, aber du brauchst ja nichts. Du hängst ja nur rum und hängst besoffen im Farbeimer. Ey. Nein, Hiro ertränkt mich einfach immer. Hallo? Hat es aber nicht richtig gemacht. So, ja? Hier ist die Toilette. Oh, warte. Auch ein Marienkäfer. Moment. Guck mal, ja, was der Marienkäfer da ist. Ach, hier. Hier kann man noch nicht mal, hier ist noch nicht mal ein Loch. Tja, Hiro. Man kackt hier einfach die Wände voll, oder wie? Nee, einfach in den Generatortank sprühen. Nee. Hier. Ah, doch. Marienkäfer, du musst doch mal hergucken. Ja, Marienkäfer, ich habe das schon gesehen. Das ist ja geil. Aber die Toilette finde ich super. Ach, wie geil sieht das denn aus? Oh, warum? Also wirklich. Er läuft auf mich zu. Oh, süß. Hiro und sein Freund, der Mistkäfer. Der Mistkäfer Borg. Na, also Borg, wie geht's dir? Bitte keine neuen Gerüchte. Hiros zweite Liebe sind Mistkäfer. Beetlelove.art. Jawohl. Ach, aber der ist ja wirklich schick. Ja, das ist eine Leihgabe von Clemens. Weil er ja aufgrund Grafikkartenprobleme. Kartengrafikprobleme sind aber auch gute Probleme. Mhm. Kann er halt nicht online kommen. Jetzt sieht das viel besser aus hier am Wasser. Mit strahlendem Sonnenschein, da kann man auch mal wirklich ins klare Wasser gucken. Ah, stimmt. Sah ja gerade aus wie so eine Milchbrühe. Wir ziehen einfach hier hin. Wir haben das ist jetzt mal kurz beschlagnahmt. Wir haben auch klares Wasser bei uns. Dann müsst ihr uns aber als Butler oder so einstellen. Ach, das ist jetzt, ja. Was? Das, Christian, was denn? Regt ihn nicht auf. Christian, wenn dann der Butler ja geht, das läuft. Diese Frau entscheidet, Butler zu werden. Das ist sehr gut. Warum ist der hier grün? Also der Mann Butler, ne? Ah ja, umso besser, ne? Wir brauchen ja noch jemanden, der die Palme wählt. Wenn, dann bin ich Hauskoch. Hauskoch, das finde ich natürlich super. Das finde ich perfekt. Ich bin Zimmermädchen. Das auch. Ja, genau. Ja, das Mädchen, was halt immer gechillt auf dem Zimmer abhängt. Was denn? Das ist doch in Ordnung. Demenz-No-No, hab ich auch mal gefunden. Immer noch passende Fähnchen. Sailor hier. Moon, warum ist denn das Sailor Moon? Und warum hab ich das nicht gesehen? Cool, oder? Ja, weil du irgendwo rumrennst. Ich guck mich hier in der ganzen Base um und sehe diese Fahne nicht. Ellie, Level 72. Wie bist du denn da hingekommen? Ich bin einfach bei den Rexen außen rum. Was hier? Und wo ist die Fahne? Hinten rum. Hinten rum.
Schleichwege. Ja, die ist toll, ne? Da könnte man jetzt aber einfach mit dem Floß anlegen und die cool. Laden plündern hier. Ja. Muss ich mir mal hier... Mann, ich muss bei uns auch ein paar Fahnen aufstellen. Ja, der Chris meint ja, ich soll das wegnehmen. Nein, Chris, warum denn? Ja, das sieht ja aus, als wenn diese Hütte hier so ein japanischer Pornoschuppen wäre. Ach Quatsch, das ist doch jetzt hier... Nein. Ich würde das auch nicht dahin stellen, hallo? Hallo, das ist schön. Ja, ich finde das auch cool. Also über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Also ich habe da gar nichts gegen... Ich finde ihre Bemalung auch schön, sonst hätte sie die schon längst abgemacht. Hä, die ist doch ab. Die ist ab. Guck mir ins Gesicht. Wirklich, ist so. Ja, ist sie. Nein! Oh, ich bekomme Schläge. Du hast zuerst mit dem Pinsel geschlagen. Was? Du hast erst mit dem Pinsel geschlagen. So, jetzt kann man hier mal rein. Was ist hier los? Jetzt hier ist eigentlich zu. Nichts los. Mach zu, schnell. Nein! Mach zu. Nein, das ist. Hallo. Aber Hiro, hier ist was für dich. Sehr schön. Hiro, wir können gehen. Hey, ach, nein, ja. Oh, Hiro. Boah, ich dachte gerade hier drüben an diesem Fähnchen hängt irgend so eine Verzierung, ja. Aber das sind einfach irgendwie die Talionen vom Stoff. Das sah gerade aus wie so ein, weiß ich nicht. Das wird übrigens das neue Dodo. Hast du das schon erzählt? Hast du mir zugehört? Gerade nicht, nein. Das kenne ich irgendwo her, Christian. Was? Na, was? 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 Zwei Bobo der Dodo. Ja, für ein Event züchte ich ja noch Dodos. Ja. Für Dodo-Rugby. Dodo-Rugby. Und da brauche ich halt identische Dodos. Und das sind dann nur die Zuchtansätze, sag ich mal. Das ist schon mal gut. Und die anderen, die sehen halt alle aus wie der hier. Ey, was macht ihr? Du hast jetzt... Was? Hallo? Was denn? Wie kommt ihr mit dem Speer an? Das gibt's klar. Hallo? Du was hast denn? Hier die Hütte kaputt gemacht. Nein, habe ich nicht, oder? Du bleibst... Ja, hallo, ey, warum guck das an. Hilfe, ich werde... Nein, zwei Schaden hat das Tor genommen. Ja. Zwei Schaden, es tut mir leid. Du bleibst hier. Du kannst erstmal die Hütte renovieren. Au. Renovieren? Dich nehmen wir nicht wieder mit. Das sagst du. Ist es. Hiro, du hast ein Schwert, das ist brutal. Ja, das ist brutal, okay. Du. Ja, und? Du hast den Speer als erstes gezogen, ne? Ja. Ich habe den längeren Speer. Da kommst du gleich mit dem Speer an. Ja. So, guck mal, ich mache gar nichts. Ich bin... Hey, nein! Ja, sehr gut. Lass mich raus. Au, boah, hier mitten auf die 12. So, Frieden hier. Frieden? Mehr oder weniger. Du machst hier, kommst, weißt du, bist du zu Gast und machst erstmal die Hütte kaputt. So benimmst du dich bei... Hat vorhin nicht den Tisch eingesammelt. So benimmst du dich bei Freunden, ey. Hm? Das ist eine Schande, hier unterwegs zu sein. Schande. Shame. Ding, Shame. Clemens ist ein Arsch. Wir verzeihen dir. Der Name ist cool hier. Was? Clemens ist ein Arsch. Das steht da. Clemens, ich hoffe, du fühlst dich an der Stelle nicht gedisst, wenn du das siehst. Wir waren es nicht. Da ist ein anderer Clemens gemeint. Na klar, natürlich. Clemens ist eigentlich ein ganz korrekter Kerl. Ja, das ist er wohl. Studiert zwar Mathe, aber ganz offen. Dafür kann er ja nichts. Das ist manchmal einfach in die Wiege gelegt. Nee, ich glaube, das wurde ihm auch ausgesucht. Anni, ich nehme mal dein Häufchen mit, ne? Oh, bitte. Viel Freude damit. Na, kein Rosenduft. Die kacke Spielchen, ey. Quatsch. Oh, noch mehr Dodos. Wen rammst du denn eigentlich wie Hiro seine? Ja, das ist halt die persönliche Kacke-Sammlung. Apropos Christian, wo ist denn, du weißt schon was? Was ist denn das? Was ich schon Hiro weiß? Noch übergeben wollte. Ja, wahrscheinlich einen Kühlschrank. Also ich hab die da nicht gesehen. Also ich finde ja schon, dass die Agentaves hier oben ein bisschen eingequetscht stehen. Ja, die ne? Braucht man nicht. Das ist Chris. Chris hat kein Herz für Tiere. Hier müssen wir mal irgendeine Tierorganisation hinschicken. Ja, der Rest der hier vollgeschmiert ist jetzt auch nicht gerade, als ob da ein Herz für Tiere dabei gewesen wäre hier in Pink. Sire-Sache. Was? Violett ist das ja eigentlich. Mario ist immer so ein bisschen eigensinnig. Hallo, ey, was weißt du, als Säbelzahntiger Level 190 willst du nicht aussehen wie. Das gehört zu mir, damit jeder weiß. Guck mal, ich glaube auch in Pink rum. Eben. Sogar Neji hast du hier. Und ein Überbiss. Was unten ein Überbiss von mir? Ich Namen bin da ein schon mal kreativ. Schrödingers Katze. Sehr gut. Du war gut. Toll, jetzt regnet. Cecilia. Ich geh wieder in die Bar. Ja, in der Bar ist ja nix. Hier ist ein Schloss. Entschuldigung, das hat von der Zeit nicht gereicht. Beim nächsten Mal bringen wir einfach selber was mit. Eine Party schmeißen. Und jeder bringt selber Getränke leuchtet. Mit. Aber guck mal, wie nah ihr die Stühle hier dran setzen könnt. Und wir haben da voll Probleme mitgenommen. Vielleicht geht das ja jetzt. Das wurde ja irgendwie jetzt ein paar Mal geändert schon. Man sitzt ja richtig am Tisch. Solltest du sie setzen? Wir probieren mal. Wobei, aber beim Tisch haben wir... Nee, schon beim Tisch bei uns, aber vielleicht war es bei uns einfach nur zu eng beim Aufstehen. Das war ja nicht beim Sitzen so ein Problem, sondern beim Aufstehen. Na, auf jeden Fall geht das hier. Man steht hier
Entspannt ja, auf dem Tisch? Auf dem Tisch. Ich hab die wir haben ja auch die Decke so tief gehabt. Also. Mhm. So sieht das doch echt gut aus. Ich werde nochmal umdesignen. Aber ihr habt es wirklich schön hier. Das muss ich mal sagen. Wie lange habt ihr gebraucht, um das zu bauen? Euer Liebesnest. Lange haben wir gebaut? 5 Tage? Du sitzt auf Dodo-Eier. Geht ja. Wir haben 5 Tage noch nicht gebraucht. Ratfatz. Hier sitze ich auf Dodo-Eiern. Ich dir hingeworfen. Nicht, dass dir langweilig wird oder so. Was zum Spielen. Oh, ich war draußen, wir fliegen wieder zurück, denn wir haben noch Termine. Ja, ja, ja. Wir genau. müssen nämlich noch ein bisschen was machen. Zurück. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Rundführung hier. Ihr habt es echt gemütlich. Braucht ihr noch Narco-Berries? Nee, haben wir genug. Komm. Ja, ja, ja. Ciao. Danke fürs Kommen. Ja, danke fürs Zeigen. Gruß hier ausgepackt. Ne? Und dann beim nächsten Mal trinken wir euch die Bar leer. Ja, wenn sie dann endlich mal Getränke bereitstellen. Ja, das möchte bitte sein, das kommen wir nicht zu Besuch. Wieso denn nicht, das ist dein Part? Nee, ich koche, du machst Getränke. Das ist aber ein fairer Deal, das kann man schon machen. Und ich muss putzen und das? Ja. Ja, der Tag ist lang, da kann man mehrere Sachen machen. Getränke ist ja keine Herausforderung. Ich kündige. Geil. Du schläfst ab heute draußen. Siehst du, mit der Kündigung kommt jetzt das schöne Wetter raus. Ja, toll. Wisst ihr Bescheid. Seid ihr schon weggeflogen? Ja, ich bin schon los, ja. Ich flieg Mario einfach irgendwie hinterher. Guti, ihr Lieben. Nee, Chris, da musst du jetzt durch. Ja, nehmt ihn mit. Du darfst im Dodo. Wir haben keinen Platz. Schlafen. Oder Mistkäferstall, mal gucken. Aber da ist nicht so ein süßer Mistkäfer bei. Jetzt, wo ihr weg seid. Ja, ist immer so, ne? Häusliche Gewalt. Chris, man schlägt keine Frauen. Ja, es gibt aber keinen Beweis. Na doch, nur wenn sie wollen, Mann. Es gibt keine Beweise. Hier ist die Base von den Sturminseln, die andere. Die andere Base? Ah, ja. Lange nicht hier gewesen. Das stimmt. Guti, dann springen wir mal wieder runter. Alles klar. Dann bis demnächst. Bis bald. Bis demnächst. Auf jeden Fall. Viel Spaß schön. Noch. Danke, gleichfalls. Danke. Danke. Tschüss. User left your channel. Blocked user left your channel. You were moved. So, alle wieder angekommen. Ach, hallo T-Rex, Mensch, du wirst ja bestimmt sterben. Was, welchen T-Rex willst du denn jetzt da umliegen? Der ja gerade rumsprang. Da ist noch ein grüner Erdo, oh, da habe ich jetzt keine Lust. So, ich muss. Oh, ist ja echt nicht so weit, ne? Also, nee, das war echt flott. Um eine Ecke. Ja, wenn man den Weg kennt. Dann ist das auf jeden Fall schon echt recht schnell erreicht. Aber auf jeden Fall sieht es echt cool aus. Mir gefällt die Hütte. Ja, sehr cool. Auch inneneinrichtungsmäßig. Ja. Da kann man auch viel machen. Viele Sachen habe ich auch einfach in diesem Riesending nie gefunden. Also. Ja, also die Bilderrahmen sind ja, einige geil. Sachen sind ja auch neu. Ja, davon stimmt. Ich vergessen. Das Aquarium gab es ja zum Beispiel vorher auch nicht. Ja. Das haben wir noch gar nicht gezeigt. Das haben wir noch gar nicht gezeigt. Ja, eben. Direkt mal hinfliegen. Ja, das, stimmt, nämlich, das war nämlich die Überraschung, die ich letztens noch bauen wollte, weil wir das nämlich vorher nicht gesehen hatten, das Aquarium, und sieht ziemlich cool aus. Das habe ich dann letztens noch gebaut und können wir gerne mehr von einrichten oder herstellen und als Einrichtung verwenden, so rum. Und dann seht ihr das auch mal nachts, da sieht das nämlich richtig geil aus. Oh ja. Das sieht richtig cool aus nachts, da leuchtet nämlich oben so das Licht so schön blau hier. Das wird wohl Angler-Gel sein, ne, oder so. Ja. So bläulich. Könnte sein, ja, stimmt. Also ja, dadurch, dass hier natürlich jetzt das Lagerhaus nicht so der passende Ort ist, wird das nochmal umziehen, das Dings hier, das Aquarium, aber ansonsten, ja, das sieht auf jeden Fall schon mal richtig cool aus. Man braucht gar nicht so viele Sachen für, ein bisschen Kristall, ein bisschen Fischmeat, rohes und halt, ja, restliche Gedönse, so ein bisschen Holz, glaube ich, und das war's dann auch schon. Auf jeden Fall richtig cool. Ja, die Fische können sich zwar nicht bewegen, aber das macht ja nichts. Ja, ne? Können die das? Hallo? Ich meine, naja, ne? Also eine Kurve drehen kann der Große dann nicht so. Der kann einfach nach oben schwimmen. Genau, der macht Loopings. Einfach im Kreis. Ja, hast du schon mal gesehen, wie wendig so ein Fisch ist? Ja, schon. Der kommt aber locker hier drum. Natürlich. Muss aber der Ausblick ist nicht so spannend. Hallo? Der hat doch einen coolen Ausblick, da kann er genau ins Wasser gucken. In seinem kleinen Wasserglas. Ja, das ist wie so ein kleiner Goldfisch. Auf dem riesen Ozean. Schon ein bisschen brutal, ich weiß, aber ansonsten.
Ja, Mensch, dann sind wir da schon durch in der Folge. Echt? Quasi. Oh, ich wollte auch nochmal das Aquarium. Ja, du sehen. Trödelst ja mal, dann kannst du auch nach der Folge angucken. Kann ich, aber. Wir sind jetzt trotzdem durch. Ja, das sind wir. Ja, sonst wird es nämlich nicht hier. So, da bin ich. Ja, toll, das hat jetzt richtig viel gebracht. Ja, mir hat das voll was gebracht. Ich habe mich ins Bild gedrängelt. Lass mal am Boden kacken, so. Gut. Also, wir sind durch mit der Folge. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis dann.